Sowohl S&P 500 als auch Nasdaq erreichten heute ein neues Allzeithoch, allerdings unter allerdünnstem Volumen mal wieder und vor allem die Marktbreite wieder sehr schwach. Wir sehen beim S&P 500, der wie gesagt ein neues Allzeithoch erreicht, ganze 32 Werte, die ein neues Allzeithoch erreichen, also 32 Aktien innerhalb dieser 500 Aktien im S&P 500. Und das Erstaunliche ist, dass der Nasdaq derzeit besonders stark ist. Warum ist der Nasdaq besonders stark? Das ist die große Frage, denn normalerweise wird die heutige freundliche Kursgestaltung, um es mal so zu formulieren, begründet mit dem wahrscheinlicher gewordenen Infrastrukturpaket durch Joe Biden, respektive die Wahrscheinlichkeit, dass Biden das durchkriegt, ist gestiegen, denn es gab ja so eine Kommission aus US-Demokraten, US-Republikanern, die haben sich geeinigt, Biden scheint diese Geschichte zu unterstützen. Man wird all das nicht mehr vor der Sommerpause, die jetzt am Freitag beginnt, durchkriegen, aber das sieht doch erstmal ganz gut aus. Und jetzt müsste man erwarten, das ist doch gut für diese Werte, die von Reopening, von Wirtschaftsboom, von Infrastruktur profitieren, also Value eigentlich. Und vor allem Transportsektor, aber wir sehen hier, der Dow Jones Transports ist der einzige Index, der heute nicht zulegen kann. Komisch, weil die würden ja besonders profitieren, wenn die Infrastruktur verbessert wird, gar keine Frage. Was steckt dahinter? Was will uns der Markt damit sagen? Vielleicht will uns der Markt sagen, mit der Rallye der Techs, mit der Nicht-Rallye des Dow Jones Transports, der, wie Sie hier sehen, ja schon seit einiger Zeit eher nach unten driftet, nach Dow-Theorie kürzlich ein Verkaufssignal, ein großes Verkaufssignal generiert hat. Erst 47 Mal ist das in der Geschichte seit dem Jahr 1900 passiert. Was ist da also los? Stimmt da etwas nicht mit der Boom-Geschichte, mit der Reopening-Geschichte? Haben wir wahrscheinlich den Peak schon hinter uns? Ist also letztendlich durch dieses Helikoptergeld, durch die Maßnahmen der Fed, durch die Maßnahmen der US-Regierung das Beste schon längst abgefrühstückt? Jetzt wird es schwieriger, denn es gibt ja klare Analysen, die zeigen, dass der fiskalische Impuls sogar negativ jetzt werden wird. Und auch die Fed wird ja eher nicht mehr Liquidität in die Märkte pumpen, sondern absehbar beginnen wahrscheinlich zu tapern, also die Anleihekäufe zu reduzieren. Was ist da los? Möglicherweise sehen wir schon so eine Art, naja, Positionierung hin zu Post-Peak-Boom, also dass die Tech-Werte wieder besonders gesucht sind, weil eben die Wirtschaft schwächer werden dürfte. Die Frage ist, wird dann die Inflation auch schwächer oder zumindest geht die gleich mit, wird die etwa Äquivalente dann nachlassen. Und wir sehen vor allem, und das ist das etwas Seltsame, besonders Seltsame, es gibt im S&P 500 einen Unterindex S&P 500 Pure Growth und einen anderen Index, der heißt S&P 500 Pure Value. Also diese Unterscheidung Value und Growth. Und wir sehen die Korrelation, also die Übereinstimmung dieser beiden Indizes, ist so gering wie seit Oktober 2000 nicht mehr mit 0,266. Im April, da hatten wir in der Panik der ersten Corona-Welle, also April 2020, noch eine sehr hohe Korrelation, 0,938. Und wenn wir uns mal anschauen, Oktober 2000, da war doch was. Wir hatten eine solche Konstellation das letzte Mal eben ganz kurz vor dem Ausbruch damals eben oder dem Platzen der Dotcom-Blase. Und auf der anderen Seite ist dann diese Relation wieder nach oben geschnellt. Das war damals ziemlich genau das Hoch, das wir im S&P 500 hatten, bevor es dann ein bisschen runterging. Also, was will uns das sagen? Ich weiß es auch nicht genau, aber es ist schon etwas merkwürdig, was da derzeit passiert. Wir sehen zum Beispiel, dass die nicht profitablen Tech-Unternehmen wieder besonders gut laufen. Die haben sich jetzt 10% besser entwickelt als der S&P 500, haben also den S&P 500 um 10% outperformed. Das ist schon gewaltig. Zuletzt war das ja in die andere Richtung gegangen. Und wir sehen, dass Tech outperformt und das, obwohl das Abgeordnetenhaus jetzt ein Antitrust-Package verabschiedet hat gegen Big Tech, also gegen Amazon, gegen Google, gegen Facebook und diese ganzen Konzerne. All das muss noch durch den Senat. Aber das ist doch schon Ausdruck dessen, dass es hier für die großen Tech-Unternehmen wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden dürfte. Aber jetzt sehen wir, dass diese Werte
wie Microsoft zum Beispiel heute mit einem neuen Allzeithoch hausieren. Insgesamt sehen wir, dass die Marktkapitalisierung im Wilshire 5000, also der praktisch alle Aktien in der USA umfasst, jetzt ein neues Hoch erreicht hat, 44,6 Billionen. Wir sehen, dass die Wirtschaft, die hier mitwächst, die ist jetzt bei 22 Billionen, also das BIP der USA, und die Fed-Bilanz, die jetzt bei 8 Billionen. Aber wir sehen, dass die Marktkapitalisierung der Aktienmärkte deutlich schneller wächst als eben die Bilanzsumme der US-Notenbank. Also da wird viel schon abgefrühstückt, und das sehen wir nochmal zurückkommend jetzt zum Jahr 2000. Da hatten wir nämlich einen ähnlich hohen Tobin Q-Wert. Was ist der Tobin Q? Das ist eine Kennzahl zur Ermittlung, ob Märkte besonders teuer, besonders günstig sind. Das Tobin Q bezeichnet die Marktkapitalisierung in Relation zu den Kosten, die ein Unternehmen hätte, wenn es seine ganzen Assets, Patente oder was auch immer, Betriebsvermögen zurückkaufen würde. Und wir sehen, dass wir hier jetzt ein neues Hoch erreicht haben. Also hier auch wieder das Jahr 2000. Da sind wir also nicht so ganz billig nach dieser Kennzahl, aber es kann ja alles derzeit gerechtfertigt werden durch die Notenbanken, durch die Fed. Allerdings ist eben ja doch jetzt nicht mehr zu erwarten, dass es noch schöner wird. A, durch neues Helikoptergeld, B, durch eine weitere Ausweitung der Bilanz. Somit, die wird noch weiter wachsen, weil die Fed ja noch weiter eben für 120 Milliarden Dollar die Anleihen kauft, aber eben gesagt hat, das wird dann absehbar, oder angedeutet hat, das wird absehbar weniger. Jetzt sehen wir eben hier mal das Wachstum der Global Liquidity Conditions, also praktisch die globale Liquidität, und die ist zumindest deutlich rückläufig. Hier wohlgemerkt das Wachstum nicht nominal. Und das wird bedeuten, dass wahrscheinlich, so sagt es hier Julian Bittell, auch die Einkaufsmanager-Indizes als Proxy für die Wirtschaft insgesamt dann bald auch nach unten gehen dürften. Vielleicht haben wir da also das Beste schon wieder hinter uns. Was bedeutet das für die Aktienmärkte? Das ist die große Frage. Diese Aktienmärkte, vor allem in den USA, die laufen auch deswegen natürlich so gut, weil die Firmen ihre eigenen Aktien zurückkaufen, damit das Angebot verknappen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis erhöhen. Es gibt weniger Aktien, durch die der Gewinn geteilt werden muss. Und man ist besonders aktiv in der Steuervermeidung. Hier sieht man mal die Prozentzahl des Umsatzes, der für Steuern entrichtet werden muss, konstant rückläufig, während die Umsätze konstant nach oben gegangen sind. Also das ist schon ein gewisses Missverhältnis, das dann vor allem jenen Besitzern dieser Firmen zugutekommt, die eben diese Steuern nicht zahlen. Wir sehen hier, die Top 1% in den USA halten mehr als die Hälfte des gesamten Aktienmarktes, während die 50 unteren Prozent gerade mal ein halbes Prozent haben. Also das ist durch die Notenbankpolitik eben ein weiteres Auseinanderdriften in der Gesellschaft. Und jetzt haben wir heute, oder nachbörslich, sehen wir dann eine Aktion der Fed. Welche will ich Ihnen gleich sagen. Aber wir haben jetzt zunächst mal ja diese Reverse Repos. Also da geht die Fed her, hat Staatsanleihen, die sie ja im Rahmen des QE gekauft hat, bietet die den Banken an, und die Banken greifen zu und geben dafür Cash. Jetzt sehen wir, dass diese Overnight Reverse Repurchase Agreements über 800 Milliarden Dollar gestern betragen haben. Wir sehen hier einen Chart, der sogar noch steiler ist als Bitcoin einst oder als die Aktienmärkte seit der Corona-Krise. Was ist da eigentlich los? Warum passiert das in dieser Konsequenz? Das ist die große Frage. Misstrauen die Banken untereinander, dass sie anderen Banken nicht Geld leihen, sondern das lieber bei der Fed parken? Große Frage. Warum haben sie ein so großes Bedürfnis nach Staatsanleihen? Weil sie zu viel Cash haben, dass sie aber scheinbar eben nicht anderen Banken leihen wollen und vielleicht auch den einen oder anderen Unternehmen nicht leihen wollen. Jedenfalls werden wir heute nachbörslich dann das Ergebnis des Bankenstresstests sehen. Die Fed hat auf ihrer Homepage angekündigt, ja, wir machen jetzt mal so einen Stresstest, ne? Aber das hat gar nichts zu bedeuten. Also ne, das hat jetzt weder das eine noch das andere zu bedeuten, dass das mal klar ist. So hat sie es formuliert. Schon ein bisschen auffällig, muss man sagen. Auf finanzmarktwelt.de haben wir hier einen Artikel: US-Bankenmarkt setzt große Hoffnungen, Stresstestergebnisse. Klar, die werden natürlich alle bestehen. Dafür sind die Stresstests ja da, dass bestanden wird. Die wirklich harten Parameter werden nicht angelegt. Sonst wäre es ja peinlich. Und in Sachen Konjunktur, um nochmal einen Schwenk nach Deutschland zu machen. Wir hatten heute einen sehr starken IFO-Index.
Aber da war eben auch die Rede, zunehmende Engpässe bei Vorprodukten, also nach wie vor Lieferketten-Schwierigkeiten, die hier offenkundig der Fall sind. Dass der Index so stark war, lag aber vorwiegend an den Dienstleistern. Die sind jetzt euphorisch wegen der Wiedereröffnung der Wirtschaft, während das Gewerbe so ein bisschen schwächelt jetzt schon. Also vielleicht Gewerbe jetzt schon Peak hinter uns. Die Dienstleister sind erstmal gut drauf, weil sie eben sich sagen, naja, die Sonne scheint, gell, und manche Läden sind wieder offen. Also wir werden sehen, wie das weitergeht. Es ist schon ein etwas seltsames Signal. Es passt nicht so ganz. Möglicherweise ist das Signal jetzt schon, der Peak ist überschritten, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Das heißt nicht, dass die Aktienmärkte fallen müssen. Die steigen ja gerade dann gerne, wenn es besonders schwierig ist. Ist ja kein Zufall, dass wir eigentlich in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg neue Allzeithochs erreicht haben, oder? Das hat alles eine gewisse Logik. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sag Servus und Ciao.